Ja, willkommen hier auf der Bühne 3 zum letzten Vortrag hier auf der FOS-GIS 2021 am Dienstag. Wir hören jetzt den Wolfgang Kals. Der wird uns die benutzerfreundliche Pflege einer Geodateninfrastruktur mit GeoOrchestra Datafeeder vorstellen. Der Wolfgang ist zusammen mit dem Björn Höfling hier. Beide sind vom Team von Camp2Camp, der Wolfgang Katz aus Olten aus der Schweiz und der Björn ist aus München zugeschaltet und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag. Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Kals und ich möchte Ihnen erzählen, wie man eine Geodateninfrastruktur dank dem GeoOrchestra Datafeeder nun benutzerfreundlicher pflegen kann. Inhalte dieses Kurzvortrags sind zuerst eine kurze Einleitung zum Thema Geodateninfrastruktur und Datenbefüllung. Dann konkret, wie gestaltet sich eine Geodateninfrastruktur mit GeoOrchestra und wie hilft das neue Modul Datafeeder bei der Datenbefüllung. Es gibt dann noch eine vollständige Demo zum neuen Modul, dem Datafeeder, und abschließend dann eine Übersicht über den aktuellen Stand der Entwicklung, der Projekte, die diesen einsetzen, und ein Ausblick für weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Zuerst ein kurzes Wort zu meinem Arbeitgeber. Die Firma Camp2Camp gibt es seit 20 Jahren. Wir sind tätig in den Bereichen Geospatial Solutions, Business Solutions und Infrastruktur Solutions, vorwiegend in den drei Ländern Schweiz, Frankreich und Deutschland. Zurück zum eigentlichen Thema. Eine Geodateninfrastruktur, also eine GDI, vereinfacht gesagt, besteht aus den Teilen Datenverwaltung, sinnigerweise Geodatenverwaltung, Mechanismen zum Darstellen dieser Daten und auch zum Abfragen von einzelnen Eigenschaften, zu Features von diesen Daten und zur Verwaltung von Metadaten, damit alle Geodaten auch in einem Katalog korrekt beschrieben sind, so dass sie auch einfach gefunden werden können. Jetzt Herausforderung bei der Pflege von einer Geodateninfrastruktur gibt es einige. Ich möchte hier vor allem auf ein paar der Herausforderungen bei den Metadaten eingehen, weil das auch die Hauptmotivation war für das neue Modul Datafeeder. Bei den Metadaten ist eine besondere Herausforderung, dass diese benutzerfreundlich erfasst werden können. Damit verbunden auch das Thema, dass man möglichst keine Fehler macht bei der Erfassung, nämlich wenn die Erfassung nicht benutzerfreundlich genug ist, steigt das Risiko, dass Fehler gemacht werden bei der Erfassung. Dies wiederum hat dann natürlich Einfluss auf die Korrektheit der Metadaten und auf die Konsistenz der Metadaten zwischen verschiedenen Datensätzen und zwischen den Metadaten und dem eigentlichen Datensatz natürlich auch. GeoOrchestra ist ein Open-Source-Projekt, mit dem Geodateninfrastrukturen erstellt und verwaltet werden können. Eine Besonderheit dieser Plattform ist, dass es ein Single-Sign-On-Modul bietet und dass es, wie gesagt, eine Plattform ist, sprich, dass wirklich verschiedene Module für verschiedene Zwecke in diese Plattform hinzugefügt werden können, alles dann hinter dem gemeinsamen Single Sign-On. Für Funktionalitäten zur Darstellung der Karten und für die Bereitstellung von Attributabfragen, also Feature Services, wird der bewährte Geo-Server eingesetzt. Und für die Metadatenverwaltung wiederum auch das
schon sehr verbreitete und bewährte Projekt GeoNetwork eingesetzt. Weitere Module können nach Bedarf entwickelt werden und in der GeoOrchestra-Plattform integriert werden, zum Beispiel ein Modul, um das Kataster zu bearbeiten. Ein wichtiges Element der GeoOrchestra-Plattform ist, dass sie die EU-Richtlinie Inspire unterstützt. Das heißt, wenn Sie Ihre Daten in dieser Plattform verwalten, sind Sie Inspire-konform. Weitere Informationen zur GeoOrchestra an und für sich finden Sie unter den hier aufgeführten Links. Die Datenpflege in einer GeoOrchestra GDI wird häufig über die Administrationsoberfläche von GeoServer gemacht. Es gibt andere Möglichkeiten, aber das ist diejenige, die für einen Benutzer erstmal die offensichtlichste ist. Separat davon erfolgt die Metadatenpflege über die Administrationsoberfläche von GeoNetwork, also unabhängig von dem, was der Benutzer im GeoServer gemacht hat. Vorteile von diesem Ansatz ist, dass dies zwei Werkzeuge sind, also die Administrationsoberflächen von GeoServer respektive GeoNetwork, die schon sehr lange existieren, sehr ausgefeilt sind, technisch sehr stabil und zahlreiche Möglichkeiten bieten. Das hat große Vorteile für sehr fortgeschrittene Benutzer. Vor allem diejenigen, die sich sehr gut auskennen mit allen OGC und ISO-Normen, also ISO-Norm hier vor allem für die Metadatenpflege relevant, die können sehr gut mit diesen Werkzeugen umgehen. Im Umkehrschluss, der Nachteil von diesem Ansatz, ist es sehr kompliziert für die Personen, die diese Normen eben nicht so gut kennen. Dadurch gibt es auch ein höheres Fehlerrisiko, wie eingangs erwähnt. Das kann auch dazu führen, dass Personen sich weniger, ja, also dass die Hemmschwelle, die Geodateninfrastruktur zu verwenden, um neue Daten zu publizieren, zu groß ist, dass dadurch die Daten weniger häufig aktualisiert werden, als sie es sein könnten. Und das ist dann natürlich sehr bedauerlich, weil der Zweck von einer Geodateninfrastruktur ist ja genau, dass er möglichst zahlreiche, korrekte und aktuelle Geodaten zur Verfügung stellt. Hier kommt eben der Data Feeder zum Einsatz. Data Feeder ist ein neues Open Source Modul für eben genau diese GeoOrchestra GDI Plattform. Und der Ansatz ist jetzt, dass anstatt so ein Experten-Schnittstelle verwendet wird eine Benutzerführung umgesetzt, also eine Art Wizard, in dem der Benutzer dann zeitgleich die Geodaten und die dazu passenden Metadaten publiziert. Vorteil ist, dass es benutzerfreundlicher ist als die Expertenschnittstellen. Im Umkehrschluss ist dann der Nachteil, dass man weniger Möglichkeiten hat, als wenn man das mit den Expertenschnittstellen macht. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Also man kann dann weiterhin die Expertenschnittstellen verwenden, um einzelne Punkte noch zu korrigieren oder zu ergänzen, die vielleicht im Wizard nicht vorgesehen waren. Aber das Ziel ist, dass die Benutzer wirklich ausschließlich den Wizard verwenden. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen anhand von einigen Screenshots und dann noch einer Demo, die den ganzen Ablauf nochmal vollständig zeigt. Am Anfang kann der Benutzer per Drag and Drop seinen Geodatensatz, unterstützt ist aktuell Shapefile, per Drag and Drop oder per Datei-Explorer-Auswahl importieren. Der Benutzer muss noch bestätigen, dass er auch berechtigt ist, diese Daten zu veröffentlichen. Also berechtigt im Sinn von der Datenhoheit. Die technische Berechtigung über die Plattform wird hier sichergestellt durch das Benutzerlogin. Single Sign-On haben wir vorhin ja bereits erwähnt.
In einem zweiten Schritt validiert der Benutzer, dass das System die Metadaten, also die Daten und auch die Metadaten, soweit möglich korrekt erkannt hat. Sie sehen hier in diesem Beispiel, dass der zweite Schritt des Wizards anzeigt, dass das System 5132 Geodatenelemente erkannt hat. Es werden Attribute angezeigt. Wenn es Probleme gibt bei der Zeichenkodierung, kann dies der Benutzer sofort anpassen, interaktiv. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass das System auch automatisch das verwendete Koordinatensystem ausgelesen hat und auch die Bounding Box vom Datensatz. Der Benutzer kann jetzt, wie gesagt, Zeichenkodierung anpassen, falls notwendig, und ansonsten bestätigen, dass dies den Daten entspricht, die er hochladen möchte. Nun folgen verschiedene Schritte, in denen der Benutzer einzelne Metadaten erfassen muss. Und zwar sind es diejenigen Metadaten, die das System nicht automatisch selber erkennen kann. Das heißt, es sind weder die Metadaten, die wir im vorherigen Schritt gesehen haben, noch die Metadaten zum Benutzer selber. Die kann das System anhand von seinem Login und von seinen LDAP-Organisationseinheiten auch automatisch auslesen. Es gibt aber noch Metadaten, die der Benutzer erfassen muss, wie Titel, eine Beschreibung des Datensatzes und noch weitere Metadaten, die werden wir jetzt gleich in der Demo sehen, werden wir jetzt gleich einen vollständigen Ablauf sehen. Gut, nochmal, wie vorhin bereits erwähnt, sehen wir jetzt, dass der Benutzer eine Datei entweder per Drag and Drop oder per Datei Explorer auswählen kann, um sie zu publizieren, und klickt jetzt auf Upload. Das System zeigt ihm jetzt an, wie viele Datensätze vorhanden sind in der Datei. Der Benutzer prüft, dass jetzt die Zeichenkodierung korrekt ist. Hier in diesem Beispiel passen wir sie an, weil wir das Gefühl hatten, es war nicht korrekt. Wir setzen es zurück auf UTF-8, weil das der korrekte Zeichensatz ist, und prüfen auch das Koordinatensystem. Nun erfassen wir einen Titel für diesen Datensatz und eine Beschreibung. Mit Next kommen wir zum nächsten Baustein, zum nächsten Element des Wizards. Hier füllen wir Tags aus und wir haben zur Auswahl Tags, die von einem Lexikon zur Verfügung gestellt werden. Also dann auch vom Server bereitgestellt werden. So, und am letzten Schritt des Wizards soll der Benutzer noch angeben, wie der Prozess zur Datenerstellung erfolgt ist. Am Ende des Wizards erhält der Benutzer nochmal eine kurze Zusammenfassung und bestätigt, dass es okay, und publiziert sie. Nun hat der Benutzer zwei Möglichkeiten, neue Daten hochladen natürlich, oder aber auch die hochgeladenen Daten in einem Layer Preview, den bekannten Layer Preview vom GeoServer, zu visualisieren. Und er erhält hier den Eintrag zum Metadatensatz im GeoNetwork. Hier sehen wir, dass der Metadatensatz erfolgreich publiziert wurde. Informationen zum Benutzer, der das erstellt hat, wurden automatisch abgefüllt, sowie die weiteren Metadateneigenschaften, die durch das System erkannt wurden, beziehungsweise von dem Benutzer erfasst wurden im Wizard. Schlussendlich kann der Benutzer jetzt auch das neue Layer im Map Viewer sehen, also in diesem Fall im Geoportal vom Département Haute-Loire. Mehr dazu noch später. Und Sie sehen, dass mit diesen paar wenigen Schritten ein Benutzer ein neues Layer mit einem Inspire-konformen Metadatensatz in ein paar wenigen Wizard-Schritten erfolgreich durchführen konnte. Gut, zur technischen Umsetzung des Data Feeders.
Das Data Feeder Modul ist implementiert auf der Serverseite mit Java und Spring Boot, wie das üblich ist bei GeOrchestra-Komponenten. Und für die User Interface, für das User Interface mit der Sprache Angular. Die ganzen Funktionen vom Data Feeder nutzen dabei die Services, die schon bereitgestellt sind in der GeOrchestra-Umgebung. Das LDAP haben wir bereits erwähnt. GeoServer REST API wird verwendet für die Publikation von neuen Layern. Analog für die Publikation des Metadatensatzes das GeoNetwork API. Wichtig bei diesem Ansatz ist auch die Verbindung an die Datenbank PostgreSQL, weil in diesem Ansatz vom Data Feeder ist das Prinzip so, dass die Daten direkt in die Datenbank geschrieben werden. Entscheidend bei diesem ganzen Ablauf ist, dass das Hochladen von einem neuen Datensatz ist eine, aus Sicht vom Gesamtsystem, ist eine einzelne Handlung. Das heißt, das Schreiben von den Daten in die Datenbank, der Eintrag im GeoServer zum Layer und der Eintrag im Metadatenkatalog sind zwar technisch einzelne Elemente, werden aber als ein Ganzes behandelt. Wenn eins dieser technischen Elemente scheitert, werden alle wieder rückgängig gemacht, damit man immer einen konsistenten Stand hat in der Geodateninfrastruktur. Nun zum aktuellen Stand des Moduls Data Feeder. Es wird verwendet im Département de la Haute-Loire, wie vorhin bereits kurz erwähnt. Dieses Departement ist auch der Sponsor des Data Feeders. Sie führen aktuell die letzten Integrationstests durch und es ist geplant, das Modul Ende von diesem Monat in Produktion zu nehmen. Ebenfalls geplant ist der Einsatz des Data Feeders in zwei weiteren Projekten und möglicherweise in vielen anderen Projekten, weil der Data Feeder ist vollständig Open Source. Das heißt, dass er natürlich auch schon von anderen Projekten verwendet werden kann. Ich freue mich natürlich über den Erfahrungsaustausch aus anderen Projekten, die den Data Feeder bereits verwendet haben. Anmerken möchte ich noch, dass bei der Entwicklung vom Data Feeder wurden nebst dem Data Feeder, der ein eigener Open Source Beitrag ist, auch noch einzelne Beiträge gemacht für GeoNetwork und für GeoServer. Im Fall von GeoNetwork sind das Beiträge an das Projekt GeoNetwork User Interface. Und zwar ist es so, dass wir die Benutzerschnittstelle vom Data Feeder haben wir als Web Components implementiert, die auch in anderen Benutzerschnittstellen für das GeoNetwork-Projekt verwendet werden können. Also die User-Interface-Komponenten selber sind auch wieder verwendbar. Und für den GeoServer haben wir einen Java REST-Client implementiert, damit dies auch gut eingebunden werden kann auf Seite REST-API vom Data-Feeder aus. Abschließend noch einen Ausblick zum Thema Data Feeder. Wir werden sicherlich weitere Erfahrungen sammeln können durch den Einsatz im produktiven Betrieb. Wie gesagt, der wurde jetzt schon sehr ausführlich getestet, aber der produktive Betrieb ab nächstem Monat wird sicherlich nochmal weiteren Input liefern zu möglichen Weiterentwicklungen oder Fehlern. Wir sind aber auch sehr gespannt, ob es noch weitere Projekte gibt in der Community, die den Data Feeder einsetzen möchten. Freuen uns auf einen Erfahrungsaustausch diesbezüglich und natürlich auch über weitere Beiträge zu diesem Open Source Projekt. Funktionale Erweiterungen kann man sich noch sehr viele vorstellen. Es ist jetzt eine erste Version, die man produktiv nutzen kann. Sehr wichtig wäre natürlich die Unterstützung weiterer Dateiformate. Da haben wir vor allem GeoPackage als erste Priorität vorgesehen, GeoJSON, Rasterdateien.
weitere Dateiformate nach Bedürfnis von den Anwendern. Ein weiterer interessanter Bereich wäre sicher, dass der Aktualisierungsprozess von bestehenden Datensätzen auch via Datafeeder unterstützt wird und so weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Wolfgang Kals, für die Vorstellung des Datafeeders. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Wir sind jetzt wieder zu dritt hier und neben uns ist jetzt noch der Björn Höfling dabei und wir sind bereit, Fragen entgegenzunehmen. Ich lese mal vor, was im Chat angekommen ist. Wie wichtig ist den GDI-Betreibern die Inspire-Konformität? Gibt es da eine Einschätzung? Ja, also das ist so jetzt der Kunde, für den wir das gemacht haben. Das ist ein Departement in Frankreich und die öffentlichen Verwaltungen dort, wie auch in Deutschland, müssen Inspire-konform sein. Also für die ist das entscheidend. Jetzt G-Orchestra ist zum Beispiel auch bei der Deutschen Telekom im Einsatz. Dort ist das jetzt nicht unbedingt ein Thema, als Inspire. Also es muss nicht konform sein. Man versucht sich auch dran zu halten, aber dort ist es kein Muss. Sicht aus zusammengefasst, also die Betreiber, die das nutzen, also die meisten Betreiber, die wir kennen, für die ist das ein Muss. Ja, und dementsprechend ist auch der Data-Feeder aufgebaut. Okay, gut, dann gibt es noch eine Frage. Kann der Data-Feeder auch unabhängig von GeoOrchestra verwendet werden? Also im Moment ist er in GeoOrchestra eingebaut als Modul, also was vor allem auch das Authentifizierungssystem angeht. Aber es sollte eigentlich relativ einfach sein, das auch unabhängig davon zu benutzen. Okay, danke. Wichtig ist halt, dass als Backend dafür sind dann Geo-Server und Geo-Network vorgesehen. Also nur in solchen Umgebungen, wo man diese Werkzeuge einsetzt, macht es dann Sinn, den Data-Feeder zu nutzen. Okay, danke schön. Dann gibt es noch eine Frage. Welche weiteren Datenformate sind vorgesehen? Es wurde ja Shape angesprochen. Ja, also im Moment ist das Shape-File implementiert und relativ einfach implementieren lassen sich auch alle weiteren, die von GeoTools unterstützt werden. Das ist ein GeoJSON, GeoPackage wird so die nächsten Ideen. Rasterdaten sind angedacht. Was vielleicht ein bisschen komplizierter ist, wo man sich vor allem auch mit der Ablage dann überlegen muss, die kann man nicht einfach so in eine Datenbanktabelle reinschieben. Genau. Also das wird dann sehr stark dann von der Community getrieben. Also da hoffen wir natürlich, dass, also je mehr das nutzen, sagen ja, bei Ihnen ist halt Bedarf an vor allem Raster wichtig und dann wäre das dann halt die nächste Priorität. Ja, also jetzt für den ersten Benutzer, von dem war jetzt halt erstmal Shapefile ausreichend für die erste Phase. Ja. Und so ein Shape besteht ja aus verschiedenen Dateien. Werden die dann gesippt oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, die kann man als ZIP-File hochladen oder eben auch also die einzelnen Dateibestandteile hochladen und dann auf einem Rutsch dann den Button klicken, genau. Und ist auch PostgreSQL, PostGIS ein Thema? Ja, Oder willst du gerade, Björn? Ich weiß nicht, wie ich die Frage verstehe. Also ist jetzt die Idee, dass wir Dateien hochladen und in die PostGIS reinschieben? Ja. Genau, es gibt ja viele GDI-Betreiber, die ihre Daten in der Datenbank haben und das, dann genau, das ist, das füttern wollen. Das ist hier der Fall. Also die Geodaten werden dann durch den Data-Feeder ins PostGIS geschrieben. Ja. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für den Vortrag einerseits, Wolfgang, und dann auch die Fragerunde. Sonst sind keine weiteren Fragen im Chat.